Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Bloodlines The Masquerade. Na, wer hat zwei Daumen und gute Laune? Ich. Sure, why not? Aber ich habe nur anderthalb Zeigefinger. Das ist kein Scherz. Ich habe mich schon wieder verletzt. Ich könnte so kotzen. Gott, wie schaffe ich das eigentlich jedes Mal nur? Ich könnte so kotzen. Oh. Es wird immer, wenn ich... Au. Au, ich kann das D nicht richtig drücken. Dreck, so ein Dreck. Oh Mann, echt. Ich habe am Wochenende rumgemöbelt. Und dann ist mir eine Schrankschiebetür auf meinen linken Zeigefinger gefallen und hat ihn perforiert. Ich musste die Tür wieder abheben und den Finger von dieser Schiene wieder runternehmen. Oh, der ist es ist so schmerzhaft. Es ist so schmerzhaft. So, das Lucky, da haben wir doch eine Quest. Ist das nicht das scheiß Lucky? Nee. Ist das nicht das Lucky Star Strike? Lucky Strike? Lucky Star? Ich weiß es nicht mehr. Ey, Penner. Halt dein Maul. Trying to get a look around. Feel free, babe. This is a treasure trove of human banality. Working here, you meet lots of types of men. You get stories, you get characters, you know. This is kind of place where writers go to study human behavior, man. It's invaluable. You're a writer? Writer's such a tarnished term, you know what I mean? It's like every other guy says he's a writer. You write a letter, you're right. What I do, that's screenwriting. Like, I encapsulate the essence of excellent film in my scripts, all right? All right. I'm like a blacksmith with pens, all right? I'm a welder of mine. So, können wir das Gespräch beenden? How do you expect to break into the business of your age? Machen wir uns mal ein bisschen lustig über ihn. Existence. I'm always like constantly in thought about how to approach my next project. See, and it's just like a tempest of fantastic ideas moving through me, like always, like a flood through a hose. Was schreibst du eigentlich? Does a writer write, or does he just like ink the flotsam and jetsam floating in his subconscious into a 120-page piece of film genius? But you know, most of my subconscious is filled with old horror films, so that's what I write mostly. Gut, I guess. Kann ich wieder gehen? Oder Horror, what kind of horror film are you working on? Me? I'm like looking to redefine the vampire movie, okay? Like tons of people make vampire flicks, okay, popular characters, but me, I'm going to be doing the real deal. Like not only is it going to be scary, but it's going to be believable. Aha. Was weißt du denn über sie? Well, in my story it's not like about garlic and bats, okay? It's about vampire societies and stuff. You know, like what would vampires be really all about? I mean, how do they blend into society without being discovered? Ich sehe schon. Sounds to me like you know too much. Sorry, you must die. Nee, mach's gut. Bevor wir uns wieder auf den Weg machen, Leute umbringen. Ich habe euch das schon mal gesagt. Wir kriegen Persuasions nicht angezeigt, wenn wir das nicht hoch genug haben. Das ist das größte Problem. Deswegen ziehen wir das nochmal ein an. Aus dem einzigen Grund, weil ich es nicht auf um zwei anziehen kann. Ich glaube, ich bin hier falsch. Aber die andere Seite... Okay. Die andere Seite sah verschlossen aus. What the fuck? Ich werde mich heute viel mit der Maus bewegen müssen, fürchte ich. Nope. Okay. Ich will keine Sidesteps mit rechts machen müssen, das tut weh. Oh. Ein andermal. Okay, ein andermal. Ah. Oh mein Gott! My work is done. Cooler Typ. Coole Cut-Sequenz. Das ist der Spacken, den wir gesucht haben. Matthand war das, glaube ich. Brothers Salvage. Gucken wir gleich. Wo ist der Penner? Okay.
Von Kilpatrick haben wir den Auftrag bekommen, ihn zu suchen. Muddy. Wo ist der Spacken? Sag mal. Wer hat ihn doch gerade rausgeworfen? Oh, dieses Spiel. Echt. Red. Ups. Oh, Mudhunt ist weg. Carnival of the Dead hat aber ein Update bekommen. You found a business card from Brother Selvage in Santa Monica at the latest murder scene. Mudhunt ist also abgeschlossen. Müssten wir finden unter... Completed. Nicht den Wurf? Mudhunt. You finally located Muddy, Mike. Though you won't be collecting any bounty money as he's become the latest victim of the serial killer. Okay. I guess that's it. For Muddy. No. The card reads Brothers Selvage, Santa Monica. Santa Monica, nice. Ab dafür. Da kamen wir ja gerade nur her. Oder? Nee, wir waren gar nicht in Santa Monica. Bullshit. Au. Au, ich habe vergessen, dass der E-Knopf auch linker Zeigefinger ist. Oh. Mann, ey. Ich kann mich so aufregen. Zumindest kann ich Bloodborne spielen. Ich liebe dich, Bloodborne. Danke dafür. Danke. Ey, Arschloch. Au. Santa Monica. Santa Monica. So, endlich können wir, was war das? Carnival of the Dead abschließen. Ich weiß aber nicht, wo wir hin müssen. Ich weiß, hier sieht das aus wie so ein Schrottblast. Ah, schaust du, guck, das ist sogar Brothers Cannelloni. Cannelloni? Cannelloni. Hier war dieser andere Vampir und hier... Oh, ich wusste gar nicht... Ah, interessant. Ich habe mir das nie aufgefallen. Ich speichere mal lieber. Ich habe wirklich... Keine Ahnung, was mich da erwartet. Ich wollte speichern und verlasse das Menü, ohne zu speichern. Alter, das ist wie mit dem verflixten Kühlschrank. Ich benutze jetzt den Mittelfinger. Das war ja cool. What do we have here? Oha, ein brandgefährliches Werkzeug. Ein Tacker. Mittelfinger. Oh. Nichts darf man hier spielen. Mittelfinger. Keine Zeitschriften, nichts zum Hacken. Menno. Mittelfinger. Du bleibst da schön drin, sonst esse ich dich auf. Aua, verfickte Scheiße. Bist du behindert? Kann ich eigentlich Hunde essen? Ich weiß es gar nicht. Noch nie probiert. Aber ich habe auch volles Blut. Warum sollte ich das machen? The fuck? Oh, nett. Oder auch nicht. Kannst du die Scheiße mal aus dem Weg nehmen? Oh boy. Oh. Dieses Spiel, ne? Das ist so buggy. Nein? Danke. Hat er C gedrückt. Das Crouchen. Falscher Knopf. Ups, ja. Das war ich. Na komm schon. Oh. Oh, ich dreh durch. Ich will doch nur auf die andere Seite dieser... Oh, oh. Oh, Gott sei Dank, ich komme noch raus. Ah, natürlich kriege ich Schaden, weil das Objekt bewegt sich ja noch. Es steht nicht still. Und dieses Spiel ist halt einfach so. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Oh, lass mich da durch. Schmeiß doch die Karren weg. Das war... in die andere Richtung gelaufen. Obwohl, man kommt hier noch gut durch. Vielleicht hier sogar? Oh, nice.
Hallo. Guck mal, wie er abspackelt. Ich steuere das nicht. No! Back off, Vampire! Stay the fuck back! I did nothing to you! What's the matter? Afraid of a fair fight? Nee. Tell me why you did it. What the hell do you care? I don't give a damn if you understand. All the same, I'd love to hear your explanation. Why do you have to make your nature known? Couldn't you just stab them? Hä? Nee. All the same, I'd love to hear your explanation. Why? So you can pass judgment on me? So you can decide if those murderers deserve to be gutted? You'll never know how it feels. Never! Try. Make me understand. My family, my children were butchered by small-time criminals just looking to rob a house, steal a car, take whatever. No sense to any of it. No plan, no ransom. Just kill them because why? Because they were there in the way? There's probably nothing you could have done, mein Freund. Hätte ich dir auch gesagt, wenn du ein Mensch gewesen wärst. Not one of them paid. My whole family dead, my life gone. I'm supposed to let that happen? Ich verstehe. I tracked them down, hunted them. One by one, caught them all. The one you saw in Hollywood, he was the last of them. And so your revenge is complete. You could have been more discreet about how you took your revenge. Nee, nee, nee. So that's it? You're done killing? Gonna hang up the claws for good? Nee, nee. Wir machen jetzt mal eine Tatsache. Your revenge is complete. Revenge? Justice? Whatever you want to call it. All I thought about is taking these evil animals, ripping them to shreds and licking their blood from my claws. You got them, it's over. You can go on with life. Somehow. Versuchen wir mal, unsere Humanity wieder ein bisschen herzustellen. I don't know. Butchering those bastards was the first time I felt anything since my family was torn from me. I'm sure there are others out there whose crimes have gone unpunished. Das ist kein guter Gedanke. That's the beast talking. It has hold of you. On you. Keep talking like that and I will have to put you down. You're looking for an excuse to indulge your beastly nature. Okay, nehmen wir das. At least I put it to use. How many vampires have used their abilities for a just cause? At least I did something. Mensch, dass wir hier keine Sprachoption bekommen, ist ja echt übel. You better practice more control or you will end up answering to the sheriff. Maybe, but you lose control and have to deal with it. Nee, das will ich auch nicht. Oh, das sieht alles nicht gut aus, sieht nach Sackgassen aus. You better practice more control, nehmen wir mal das. I can't turn my back on the evil in this world. Oh, humanity gained. Und da haben wir auch schon die Sprachoption. Do you think your family would be proud of how you're acting? Oh, das ist natürlich ein Totschlagargument. Well, you better not turn your back on the masquerade. This is your last chance. You're no judge, but it's time to meet your executioner. Nehmen wir das Blaue. No! God, no! No! It's got to stop! I can't live like this! You're right. You're right. Oh God, you're right. I'll never do it again. I swear. Forgive me. Boah, ist aber kein Problem. Keule, mit wem redest du hier? Alright, go. Get on with your unlife. Haha. Too late. You're about to join your family in death. Okay. Good. You should talk to Nine Rodriguez in the last round downtown. Das machen wir mal. Ja, was? Wie? Jetzt werde ich hier einfach rausgeschmissen? Oh Mann, oh. Vielleicht lag da noch Loot, den ich nicht gesehen habe. Halt mir einfach die Tür hinter mir zu. Geh durch, Mittelfinger.
Okay, wenn wir schon hier sind, gehen wir jetzt an den Pier und Santa Monica ist clean, Alter. Und verkaufen diesen Trottel am Strand unseren Schrott. Ah. You successfully convinced the serial killer to give up his quest for vengeance. Now that the killer's off his family. Now that the killers of his family are all dead. Mhm. Irgendwie verstand ich diesen Satz gerade nicht. Aber gut. Genau, wir gehen zu dem Penner am Strand und verkaufen ihn zumindest schon mal unserem Flock. Das Inventar mal ein bisschen entmüllen. Vielleicht haben wir auch schon den ein oder anderen Gegenstand. Ich glaube, 3 Sachen konnte man ihm für einen völlig überzogenen Preis verkaufen. Aber ich meine, wir haben keine Geldprobleme. Ich meine, wofür braucht man ernsthaft Geld in diesem Spiel? So selten, wie man hier was kauft. Aber ja, ich habe es auch noch nie mit Pistolen und Shotguns gespielt. Keine Ahnung, ob das signifikant teuer ist. Weiß ich jetzt auch nicht, um ehrlich zu sein. Doch, ich habe es einmal gespielt, aber das ist so, so lange her, dass ich das nicht einmal mehr weiß. Oh Mann, ist hier aber nichts los. Hey Keule, willst du Scheiße kaufen? Mittelfinger. Evening. Du siehst aus wie der Tote von Linkin Park. Know anything about the murder on the pier? Murder? No, I wasn't here when it... Alter, reiß dich zusammen. Thanks, Porky. Hey, Porky. Mittelfinger. Okay, behind me. Evening. Are you okay? It's nothing. Do I scare you? No. I have a speech problem. Sorry. Ah, der Typ ist also schon abgehauen. Dem man den hätte den Schrott verkaufen müssen. Weg hier, bevor mein Video gestrikt wird. Gut, ihr wisst es jetzt besser. Man muss da viel früher hingehen und ihnen den Schrott verkaufen. Jetzt haben wir Sachen im Inventar, die wir niemals brauchen werden. Tough shit. Also, jetzt geht's zurück nach Hollywood. Schnappen wir uns das nächste Taxi und sehen zu, dass wir hier rauskommen. Lass mich noch einmal C drücken. Aber ich will nicht den Zeigefinger benutzen. Mittelfinger. 11 Points. Seduction könnten wir mal wieder hochschrauben. Das ist auf 6, mal auf die 7 anbringen. Können wir uns das leisten? Kostet 12. Aua. 9. Bisschen Persuasion. 12. Charisma. 12. Mili. Oh, wir könnten Melee fertig kriegen und dann hier in Dexterity weiter pimpen, um Lockpicking zu kriegen. Strength ist natürlich für uns viel wichtiger, ist ja klar. Computers auch. Wo ist hier Lockpicking 6? Dann hätten wir die Türen im Lucky Star doch aufgekriegt mit einem Bloodbuff. Ich habe irgendwie falsch gerechnet, aber wir haben 6 und wir kriegen 3 dazu, kommen wir auf 9. Wir kommen auf 9 Lockpicking, ja. Boah, könnte man ja nochmal hingehen. Vielleicht liegt da ja Geld. Oder ein Skillbuch. Ich habe keine Ahnung. Da waren wir auch noch nicht drin. Und dahin? Da hinten waren wir noch nicht drin. Und hinter dem Gebäude waren wir auch noch nicht. Aua, falscher Finger. Yeah, Hollywood. Die zu. Oh, okay, das ist direkt um die Ecke. Gehen wir da mal rein. Wir müssten aber noch Snuff is Enough machen. Ich weiß gerade nicht mehr, wo das war. Dafür musste man in so einen Laden rein. Ich bin mir sicher, ich würde ihn nach 20 Versuchen wiedererkennen. Fuck, schon wieder falsch. Bin ich ja da rausgegangen. Oh, please. Fuck. So, Bloodbuff. Wir müssen uns beeilen. Bloodbuff ist teuer, kostet Geld. Nein. Jo. Ist auf. Schneller! Pronto!
Nice, machen wir gleich auf. Moshi, Moshi. Oh, Moment. Na, da ist auch nichts. Okay. Nichts im Klo? Na gut. Hey. Hä? Hallus, hat der Alex. Mittelfinger. Easter Eggs. Wisst ihr, wie ätzend das ist, E-Mails ohne Zeigefinger zu schreiben? Lucana. Available commands. Hint. Open doors here often do the werewolf in the sky. In the end, the endings you will manage to pass by. Printer. Invoices. Home. Quit. Das war ja unaufregend. Wo ist denn der Printer mit den Invoices? Oder ist es etwa ein Witz, den ich nicht verstanden habe? Schade. Hatte auf mehr gehofft. Bevor ich da reingehe, ganz kurz. Okay, das ist mit Keycard. Und das ist das Apartment, alles klar. Dobry večer. Keine zu Hause. Hey. Geld. Ich habe in dem anderen Apartment die Tür gar nicht zugemacht. Ach, diese Türen, diese Ecken. Machen mich alle wahnsinnig. Kann man hier ran? Nee. Warum liegen da zwei Matratzen? Meine Fresse. So viele Fragen. Bäh. Upp, 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 upp. Hier auch nicht, okay. Bäh. Es bleibt dabei. Ach, Moment. Moment, Moment. Wir können doch bei dem Typen noch den Computer hacken. Und zu glauben, dass ich das beinahe vergessen hätte. Ich gehe mal kurz hinter den Schreibtisch. Knäule. Oh boy. Let's see who else we got. Oh, ich kann ihn nicht hacken. Verdammt. Keule, was hast du hier hinterm Tresen? Ui. David. A guest has left a laptop in room 3. The password is Lichens. But it only has a weird poem on it. See if you can determine the guest's name address. Christoph. Also Christoph hat sich schon in den Laptop gehackt. Denn anders wäre es ja nicht gegangen, dass er das gewusst hätte. Toll, Christoph. Hätte mal das Passwort daneben schreiben sollen. Du hässlicher Lappen. Gut. Also, wir haben keine Questmarker. Snuff is enough. Isaac wants to complete the complete version of the snuff film. He has suggested you talk to smut peddlers in Hollywood. Okay, ich weiß nicht mal, was smut ist. For lead on its whereabouts. Wo ist eigentlich die Alte, die uns hier wiedererkannt hat? Woran erkenne ich einen Snuff? Oder einen Smut? Oder whatever the fuck. Moment, haben wir nicht irgendwas an den Drucker geschickt? Ach, scheiße, da kommt man nicht rein. Hey, was ist das denn? Ja, nice. Nix. Also, nix, das mir in irgendeiner Form weiterhilft. Es gibt noch eine Parallelstraße, habe ich gerade gesehen. Waren wir da schon mal? Ich will den Knopf B nicht berühren. In der Kanalisation waren wir hier auch noch nicht, glaube ich. Ich will da ja reingehen mit euch, ne? Das ist die Parallelstraße. Okay, dann waren wir hier schon. Alles klar, okay. Hat das Ding irgendwie einen Hintereingang? Nee. Das sieht aus. Sieht nicht aus wie ein Waffenhändler.
Ey, Fastbugs. Lass mich da rein. Kannst du dich mal verpissen, Mann? Schade, ich dachte, das ist wieder so einer, der einem Schrott abkauft und dass man dafür wieder bei ihm Sachen einkaufen kann. Okay. Gucken wir einfach mal rein. Mal gucken, wo wir reinstolpern. Ja, ich froh, dass gerade keine Musik läuft. Das ist diese komische Quest, die wir da aus Versehen angenommen haben, von der wir nicht wussten, dass es diese Quest gibt. Mit diesem depressiven Arschloch da oben, von dem ich eigentlich kein Problem hätte, wenn ihn jemand abknallt. Ja. Ich will aber da rein. Da will ich rein. Ach, Manno, ey. Gut, dann gehen wir da rein. Aber wisst ihr was? Das machen wir dann in der nächsten Episode. Wir haben jetzt zwei Quests abgeschlossen. Ich nenne das mal nice. Und dann gucken wir mal, ob man da ein paar Brüste für ein paar Dollars kriegt. Ne? Ne? Also, meine Freunde, macht es gut alle zusammen. Bis zum nächsten Mal und...